Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ja, wie versprochen, hier das zweite Video zum zweiten Dino im Survival, und zwar der Diablo Ceratops. Er ist so winzig, ich muss erstmal einen guten Platz finden, wo ich ihn euch präsentieren kann, weil das Gras einfach viel zu hoch ist. Gehen wir mal hier unten so ein bisschen in diese Senke rein. Oder hier sollte das auch reichen. Ja, wie gesagt, leider regnet es gerade. Leider ist alles ein bisschen dunkler. Aber ich denke dennoch, dass es reicht. Ja, ist er nicht sweet, Leute? Ist er nicht sweet? Oh, schön. Und ich finde so... Er sieht auch so ein bisschen... Er bewegt sich so wie Wackelpudding, ne? Aber ich finde die Bewegungsanimation von ihm wirklich sehr gelungen. Weil alles so wackelt und... Es sieht gut aus. Es sieht flüssig aus. Es sieht wirklich sehr gut aus, muss ich sagen. So, bleiben wir mal hier oben. Ja, wie gesagt, das ist der Hedge. Hedge oder Yuri? Jetzt weiß ich das gar nicht. Ich glaube, das ist der Hedge. Werden wir gleich sehen, ob ich mich geirrt habe. Wir gehen es durch. Wir machen einmal... Ich fange mal am besten an mit der Attacke, genau. Attacke hat er gar nicht. Okay, Linkskrieg, Rechtskrieg geht nicht. Das ist interessant jetzt gerade. Also können wir uns mit dem nicht wirklich wehren. So, crouchen hat der natürlich auch nicht. Richtig hinsetzen geht. Also kannst du mit dem einfach weglaufen. Gut, humpeln. Gehen wir das nochmal durch. Kann man alles jetzt schlecht sehen, aber ich denke, das ist okay. So, dann kann er ja viel mehr nicht. Genau, machen wir nochmal den normalen Gang. So, Trab. Und Sprint. Auch alles okay. Die Sounds brauchen wir auch nicht durchgehen, aber ich mach's trotzdem mal. Das ist nämlich nur noch dieses Gequieke. So, die 1 war das, die 2. Oh, das ist schon ein bisschen anders. Die 4. Ne, die 3. Und die 4. Okay, F-Call haben wir auch noch. Er ist so wehleidig, er ist so wehleidig, er ist so hilflos. Er ist einfach hilflos. Ja. Gut, dann sehen wir uns gleich bei der nächsten Stufe. So, und hier haben wir den Yuri, und das vorher war tatsächlich der Hedge. Und da hört es sich dann tatsächlich schon anders an. So, was haben wir? Jetzt haben wir die linke Attacke, rechts haben wir nichts. Crouchen haben wir natürlich auch nicht. Wir setzen uns nochmal richtig hin. Sehr schön. Stehen wir wieder auf. Gehen den normalen Gang, auch sehr elegant, muss ich sagen. Dann haben wir den Trab und den Sprint. Ja, das flinke Dickerchen. Oh, schön. Ich finde den cool. Ich finde den irgendwie wirklich sehr nice. So, humpeln. Ja, wunderschön. Ich muss mir merken, was ich schon gemacht habe und was nicht. Gehe ich noch ein bisschen dichter ran. Dann gehen wir die Sounds nochmal durch. Die 1. Die 2. Was? Nochmal. Oh. So, die 3. Ja, die 4. Oh, die ist geil. So, schönes Tier. Ich weiß gar nicht, ob Fleischfresser-AI hier rumläuft. Ich glaube nicht. Sniffeln können wir hier auch. Zeigt er mir jetzt, wie gesagt, bloß nichts an. Weil ich hatte eben gerade, wo ich nicht in der Aufnahme war, habe ich so ein bisschen so ein... Es hörte sich an wie ein Fleischfresser tatsächlich, aber ich hoffe nicht. Also sobald irgendwann hier T-Rex AI rumläuft, ist vorbei. Dann können wir alle einpacken. So hoffe ich, dass ich das nur auf die kleinen Viecher beschränke. Oh, da vorne ist was, glaube ich. Kann ich den... Ich boxe den mal weg jetzt einfach. So, mal kurz die Nachtsicht anmachen. Nee, brauchen wir nicht. So, hier vorne war doch schon wieder ein Oro, ne? Ist der Kleine. Da unter mir. Guck mal, der hat zum Beispiel gar keine Angst vor mir. Sollte aber haben. So. Yeah. Gut. Dann sehen wir uns. Was war das gerade für ein Stimmausbruch von mir? Okay, ist egal. Ignoriert das. Ich nehme am Tage auf. Ist schlimm genug. So, bis gleich. So, und da ist er. Der Adult. Unser großes Dickerchen. Sehr schön. Mit der Nachtsicht. Sonne geht auch schon wieder unter, okay. Ich muss mich beeilen. Ich lasse mal für euch die Nachtsicht jetzt an. Ja, schönes Tier, was soll man dazu sagen? Jeder kennt ihn. Wir
machen den normalen Gang. Sehr lässig. Dann haben wir den Trab. Und unseren Sprint. Das sieht doch schon brutaler aus. So, Crouchen haben wir natürlich nicht. Wir setzen uns richtig hin. Stehen wieder auf, humpeln nochmal ein Ründchen. Das arme Model hier tut mir leid, aber da muss er jetzt durch. So, dann haben wir unsere Linksklick-Attacke. Rechtsklick haben wir natürlich auch nichts. Was gibt es noch Wichtiges zu sagen? Genau, die Sounds, die 1. Und das klingt doch schon viel, viel besser. Die 2. Die 3. Und die 4. So, F-Call. Schön. Vielleicht haben wir hier noch irgendwo einen Gegner für uns. Aber ich glaube, wir haben sie alle umgebracht. So, hier sniffle ich auch nochmal. Ja, nix in der Nähe, nix zum Töten da. Sehr schön. Gut, das soll's auch gewesen sein. Es wird auf jeden Fall cool. Das Survival wird ausgebaut. Finde ich extrem wichtig. Gerade, wie gesagt, die Sache mit der AI. Schön. Finde ich schön. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Und dann würde ich auch sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Däumchen da. Bis zum nächsten Mal. Das war euer Martin. Tschüss.